Lismore, Long Bright River. Ein Roman aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Erschienen bei C.H. Beck. Jetzt. An dem Gleis entlang der Gurney Street liegt eine Leiche. Weiblich. Alter unklar. Wahrscheinlich Überdosis, sagt die Zentrale. Casey, denke ich. Das ist eine Zuckung, ein Reflex, etwas Scharfes und Unterbewusstes, das in mir lebt und jedes Mal, wenn eine Tote gemeldet wird, dieselbe Botschaft rasend schnell an denselben primitiven Teil meines Gehirns schickt. Dann kommt der rationalere Teil angezoppelt. Lethargisch, lustlos, ein gehorsamer, träger Soldat, um mich an Wahrscheinlichkeiten und Statistiken zu erinnern. 900 Drogenopfer in Kensington letztes Jahr. Keines davon Casey. Außerdem, so rückt mich dieser Wachposten, hast du anscheinend vergessen, wie wichtig es ist, professionell zu bleiben. Straffe die Schultern, lächle ein bisschen, halte das Gesicht entspannt, die Stirn faltenfrei, das Kinn hoch. Mach deinen Job. Die ganze Zeit habe ich Lafferty für uns auf Einsatzmeldungen von der Zentrale antworten lassen, damit er Übung darin bekommt. Jetzt nicke ich ihm zu und er hüstelt und wischt sich über den Mund. Nervös. 2613, sagt er. Unsere Fahrzeugnummer. Richtig. Die Zentrale erklärt, dass die Meldung anonym war. Der Anruf kam von einem Münztelefon auf der Kensington Avenue, wo es noch eine ganze Reihe davon gibt. Aber meines Wissens nur ein einziges funktioniert. Lafferty sieht mich an. Ich sehe ihn an, ich gestikuliere. Mehr, frag nach mehr. Verstanden, sagt Lafferty in sein Funkgerät. Over. Falsch. Ich hebe meins an den Mund, ich spreche klar und deutlich. Gibt es genauere Informationen zum Fundort, sage ich. Nachdem ich den Anruf beendet habe, gebe ich Lafferty ein paar Tipps. Erinnere ihn daran, dass er mit der Zentrale ganz normal sprechen kann. Viele Anfänger haben die Neigung, hölzern und betont männlich zu reden, weil sie sich wahrscheinlich aus Filmen oder Fernsehserien abgeguckt haben. Und ich erinnere ihn ebenfalls daran, dass er sich von der Zentrale so viele Infos wie nur möglich geben lassen soll. Doch noch ehe ich fertig bin, sagt Lafferty wieder, verstanden. Ich sehe ihn an. Ausgezeichnet, sage ich, freut mich. Ich kenne ihn erst eine Stunde, aber ich bekomme allmählich ein Gespür für ihn. Er redet gern. Ich weiß schon mehr über ihn, als er je über mich wissen wird. Und er ist ein Heuchler, ein Streber. Mit anderen Worten, ein Angeber. Jemand, der vor lauter Angst davor, für arm oder schwach oder dumm gehalten zu werden, keinerlei Defizite in dieser Hinsicht zugeben kann. Ich dagegen bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass ich arm bin. Mehr denn je, seit keine Schecks mehr von Simon kommen. Bin ich schwach? Wahrscheinlich in gewisser Weise. Stur vielleicht. Verbohrt, störrisch, unwillig. Hilfe anzunehmen, selbst wenn es gut für mich wäre. Auch körperlich ängstlich. Keine Polizistin, die sich als erste schützend vor einen Freund werfen würde, um eine Kugel abzufangen. Keine Polizistin, die sich als erste bei der Verfolgung eines flüchtigen Täters in den fließenden Verkehr stürzen würde. Arm? Ja. Schwach? Ja. Dumm? Nein, ich bin nicht dumm. Heute Morgen bin ich zu spät zur Einsatzbesprechung gekommen. Wieder mal. Ich muss leider zugeben, dass das dritte Mal in einem Monat war und ich hasse es, zu spät zu kommen. Eine gute Polizistin ist vor allem eins, pünktlich. Als ich den Gemeinschaftsbereich betrat, ein trister, heller Raum ohne Möbel und nur mit welligen Polizeiplakaten an der Wand geschmückt, wartete Sergeant Ahern mit verschränktem Arm auf mich. Fitzpatrick, sagte er, schön, dass Sie es einrichten konnten. Sie fahren heute mit Lafferty im 2613. Wer ist Lafferty? Sagte ich, ohne zu überlegen. Ich wollte wirklich nicht witzig sein. Sibowski in der Ecke lachte laut auf. Ahern sagte, das ist Lafferty und zeigte quer durch den Raum. Da war er, Eddie Lafferty, den zweiten Tag im Revier.
Er war dabei, sich sein leeres Einsatzprotokoll anzusehen. Er warf mir einen raschen und unsicheren Blick zu, dann bückte er sich, als hätte er irgendetwas an seinen Schuhen bemerkt, die frisch geputzt waren und irgendwie glänzten. Er spitzte die Lippen, pfiff leise. In dem Moment tat er mir fast leid. Dann nahm er auf dem Beifahrersitz Platz. Dinge, die ich im Lauf der ersten Stunde unserer Bekanntschaft über Eddie Lafferty erfahren habe. Er ist 43, also 11 Jahre älter als ich. Er ist erst spät zur Polizei gekommen, hat letztes Jahr die Prüfung abgelegt und bis dahin auf dem Bau gearbeitet. Mein Rücken, sagt Eddie Lafferty, macht mir immer noch Probleme, aber nicht weiter sagen. Er hat gerade seine praktische Ausbildung abgeschlossen. Er hat 3 Ex-Frauen und 3 fast erwachsene Kinder. Er macht Gewichtheben. Bin ein Fitnessfreak, sagt Eddie Lafferty. Er leidet unter Sodbrennen, gelegentlich auch unter Verstopfung. Er ist in South Pennsylvania aufgewachsen und wohnt jetzt in Mayfair. Er teilt sich Dauerkarten für die Philadelphia Eagles mit 6 Freunden. Seine bislang letzte Ex-Frau war irgendwas über 20. Das war vielleicht das Problem, sagt Lafferty, ihre Unreife. Er spielt Golf. Er hat 2 Pitbull-Mischlinge aus dem Tierheim, Jimbo und Jeannie. Er hat an der Highschool Baseball gespielt. Damals war tatsächlich unser späterer Sergeant in seiner Mannschaft, Kevin Ahern. Und er hat ihn auf die Idee gebracht, bei der Polizei anzufangen. Er scheint mir irgendwie ganz einleuchtend. Dinge, die Eddie Lafferty in der ersten Stunde unserer Bekanntschaft über mich erfahren hat. Ich mag Pistazieneis. Den ganzen Morgen habe ich mein Bestes gegeben, um Eddie Lafferty in seinen sehr seltenen Sprechpausen das Wesentliche beizubringen, was er über den Stadtteil wissen muss. Kensington ist eines der neueren Viertel in der für amerikanische Verhältnisse sehr alten Stadt Pennsylvania. Es wurde in den 1730er Jahren von dem Engländer Anthony Palmer gegründet, der ein kleines Stück unscheinbares Land erwarb und es nach einem königlichen Londoner Stadtteil benannte, der damals von der britischen Monarchie als Wohnsitz bevorzugt wurde. Vielleicht war Palmer auch ein Angeber oder, freundlicher ausgedrückt, ein Optimist. Der östliche Rand des heutigen Kensington ist 1 Meile von Delaware entfernt. Aber in den Anfängen grenzte es direkt an den Fluss. Dementsprechend waren die ersten dort betriebenen Gewerbe Schiffsbau und Fischerei. Doch um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahm seine lange Blütezeit als Wirtschaftszentrum ihren Anfang. In seiner Hochphase hatte es Hersteller von Eisen, Stahl, Textilien und, passenderweise vielleicht, Pharmazeutika vorzuweisen. Doch als 1 Jahrhundert später die Fabriken in diesem Land zuhauf dicht machten, setzte auch in Kensington ein zunächst langsamer und dann rasanter wirtschaftlicher Niedergang ein. Viele Bewohner zogen auf der Suche nach Arbeit ins Stadtzentrum oder weiter weg. Andere blieben, teils aus Treue, teils aufgrund der falschen Hoffnung auf einen baldigen Umschwung. Heute besteht Kensington fast zu gleichen Teilen aus irischstämmigen Amerikanern, die im 19. und 20. Jahrhundert hierher zogen, und aus einer neuen Einwohnerschaft von Familien puerto-ricanischer oder anderer lateinamerikanischer Herkunft. Außerdem gibt es diverse Bevölkerungsgruppen, die zunehmend kleinere Stücke in Kensington das demografischen Trockendiagramm repräsentieren. Afroamerikaner, Ostasiaten, Leute aus der Karibik. Das heutige Kensington wird von 2 Hauptverkehrsadern durchzogen. Front Street, die am Ostrand der City nach Norden führt, und Kensington Avenue, meist bloß die Ave genannt. Eine mal freundliche, mal verächtliche Bezeichnung, je nachdem, wer sie benutzt, die an der Front Street beginnt und in einem Schwenk nach Nordosten verläuft. Die Elevate Line, eine Hochbahn, im Volksmund kurz die L, denn in einer Großstadt, die Philly genannt wird, muss alles, was zu ihrer Infrastruktur gehört, abgekürzt werden, fährt sowohl über die Front als auch über die Kensington, wodurch beide Straßen den längsten Teil des Tages im Schatten liegen. Große Stahlträger stützen die Bahnlinie, blaue Pfeiler im Abstand von 10 Metern, sodass die ganze Konstruktion aussieht wie eine riesige und bedrohliche Raupe, die über dem Viertel hängt. Die meisten Transaktionen, Drogen, Sex,
die in Kensington stattfinden, fangen auf einer dieser beiden Hauptstraßen an und enden auf einer der vielen kleineren Straßen, die sie kreuzen, oder noch häufiger in den verlassenen Häusern oder auf leeren Grundstücken, von denen es in den Seitenstraßen und Gassen des Viertels jede Menge gibt. Entlang der größeren Straßen finden sich Nagelstudios, Imbissbuden, Handyläden, Minimärkte, Ramschläden, Elektroläden, Pfandhäuser, Suppenküchen und andere gemeinnützige Einrichtungen und Bars. Etwa ein Drittel der Ladenfronten ist verriegelt und verrammelt. Und doch, wie die Eigentumswohnungen bezeugen, die jetzt links von uns auf einem Grundstück gebaut werden, das brach gelegen hat, seit die Fabrik, die dort stand, der Abrissbirne zum Opfer fiel, ist das Viertel im Aufwind. Neue Bars und Geschäfte entstehen an der Peripherie in Richtung Fishtown, wo ich aufgewachsen bin. Neue junge Gesichter bevölkern diese Geschäfte, ernst, reich, naiv, reif zur Ernte. Daher sorgt sich der Bürgermeister zunehmend um den äußeren Anschein. Mehr Polizei, sagt der Bürgermeister. Mehr Polizei, mehr Polizei, mehr Polizei. Es regnet heute heftig und ich bin gezwungen, langsamer zu fahren, als ich das sonst tun würde, wenn ich auf eine Meldung von der Zentrale reagiere. Ich nenne die Geschäfte, an denen wir vorbeikommen, nenne ihre Besitzer. Ich schildere einige Straftaten der letzten Zeit, von denen Lafferty meiner Ansicht nach wissen sollte. Lafferty stößt jedes Mal einen Pfiff aus, schüttelt den Kopf. Ich zähle Verbündete auf, draußen vor unseren Fenstern. Die übliche Mischung von Leuten, die einen Schuss brauchen und solchen, die sich eingesetzt haben. Die Hälfte der Leute auf den Gehwegen sinkt allmählich Richtung Erde, weil ihre Beine sie nicht mehr tragen können. Die Kensington-Rutsche, sagen manche, die über sowas Witze reißen. Ich tue das nie. Wegen des Wetters haben einige Frauen, an denen wir vorbeifahren, Regenschirme aufgespannt. Sie tragen Wintermützen und bauschige Jacken, Jeans, dreckige Sneaker. Vom Teenager bis zur Seniorin sind alle Altersgruppen vertreten. Die große Mehrheit ist weiß, obwohl Rauschgiftsucht niemanden diskriminiert. Und hier sind alle Hautfarben und Religionen vertreten. Die Frauen tragen kein Make-up oder höchstens schwarz, dick aufgetragenen Eyeliner. Die Frauen, die auf der AVE arbeiten, tragen nichts, was ihr Metier verrät, aber jeder weiß Bescheid. Es liegt an dem Blick, mit dem sie jeden vorbeikommenden Mann, jeden Fahrer der vorbeikommenden Autos mustern, lange und hart. Ich kenne die meisten dieser Frauen und die meisten kennen mich. Das da ist Jamie, sage ich zu Lafferty, als wir an ihr vorbeifahren. Das ist Amanda, das ist Rose. Ich betrachte es als Teil seiner Ausbildung, ihm diese Frauen vorzustellen. Am Ende des Blocks an der Kensington-Ecke Cambria sehe ich Paula Mulroney. Sie geht heute an Krücken, schwankt mitleiderregend auf einem Fuß, wird nass vom Regen, weil sie nicht auch noch einen Schirm halten kann. Ihre blaue Jeansjacke hat sich verstörend dunkel verfärbt. Ich wünschte, sie würde ins Trockene gehen. Ich sehe mich rasch um, suche nach Casey. An dieser Ecke sind sie und Paula normalerweise zu finden. Manchmal streiten oder verkrachen sie sich und eine von beiden steht dann eine Zeit lang woanders. Aber eine Woche später sehe ich sie wieder dort, vereint. Die Arme vergnügt umeinander geschlungen. Casey mit einer Zigarette im Mund, Paula mit einem Wasser oder einem Saft oder einem Bier in einer Papiertüte. Heute kann ich Casey nirgends entdecken. Tatsächlich fällt mir auf, dass ich sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe. Paula bemerkt unseren Wagen, als wir auf sie zufahren und späht mit zusammengekniffenen Augen in unsere Richtung. Sieht, wer drin sitzt. Ich hebe zwei Finger vom Lenkrad, ein Winken. Paula sieht erst mich an, dann Lafferty und dann hebt sie leicht das Gesicht nach oben gen Himmel. Das ist Paula, sage ich zu Lafferty. Ich überlege mehr zu sagen. Ich bin mit ihr zur Schule gegangen, könnte ich sagen. Sie ist eine Freundin der Familie. Sie ist die Freundin meiner Schwester. Mickey und Casey, einst waren sie unzertrennlich. Seit 5 Jahren sprechen sie nicht mehr miteinander. Doch die eine wacht insgeheim über die andere. Jetzt aber ist die Lage bedrohlich geworden. Mickey, Streifenpolizistin in Philadelphia,
findet ihre drogenabhängige Schwester Casey nicht mehr auf den Straßen der Blocks, die sie kontrolliert und auf denen Casey für ihren Konsum anschaffen geht. Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden an jungen Prostituierten die von Perspektivlosigkeit und Drogenmissbrauch geplagte Stadt. Überaus spannend erzählt Liz Moore die Familiengeschichte von Mickey und Casey und deren Entfremdung, parallel zur Geschichte der Jagd nach einem Frauenmörder. Zugleich offenbart sich dem Leser das umwerfend authentische Porträt einer Stadt und einer Gesellschaft in der Krise.